Einen wunderschönen guten Abend, der Easykiller wieder da. Mit einem neuen Spiel, Herrschaft. Mal gucken, ob wir jetzt heute was hinkriegen hier. So ein kleines Nachtvideo. Ich leider krank bin, Rückenschmerzen, kann immer noch nicht pennen. Super. Da habe ich mir gedacht, da reiße ich noch mal ein kleines Video hoch. Gucken, ob wir eine vernünftige Lobby finden hier. Dass das dann einigermaßen gut läuft hier. Ne? Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich an die Leute, die mein Video angeguckt haben. Ja, man wird mich auf jeden Fall bemühen, also jetzt die Tage ein paar mehr Videos hochzuladen. Ich war schon überlegen, Zombie-Modus hochzuladen. Aber weil ich über die PlayStation nur 15 Minuten aufnehmen kann, ist das eben halt ein bisschen schwierig. Weil das kann schon sein, dass das dann mal Stunde läuft. So, dann müsste ich dann immer sofort wieder rausgehen, Schnitt machen, neu aufnehmen, Schnitt machen, neu aufnehmen, Schnitt auf. Und dann kann das immer sein, dass wenn du alleine spielst und nicht mit Kollegen, dass du jedes Mal drauf gehst. Das ist natürlich auch Kacke. Vielleicht kriege ich das ja irgendwann die Tage nochmal hin. Wäre natürlich super. Du hast gerade eben zum Beispiel jetzt gezockt. Wir haben bis Runde 28 haben wir durchgehalten. Also ich hatte fast über 1000 Kills. Und das ist schon echt brachial. Also das ist schon echt gut. Und auf jeden Fall die Leute, die das haben, denen will ich es auf jeden Fall empfehlen, das mal anzuzocken, das mal zu testen. Macht auf jeden Fall Bock und auch ja, eben halt Spaß. Eben halt nur im, ja, wie soll man das sagen, in Gruppen. Mit Freunden oder so. Wenn du so alleine bist und du hast vier andere oder drei andere, ist das eben halt ein bisschen doof, wenn die kein Headset haben, man kann sich nicht verständigen. Man kennt's, das ist immer nervig. Ist recht, wenn man Easter Egg machen will, ist das auch mal ganz nervig. Weil dafür braucht man dann immer Zeit, man muss sich verständigen können, einer am Leben lassen, damit man das dann alles hinkriegt und so. Aber mal schauen, vielleicht kriegt das ja irgendwann die Tage hin. Und dann sehen wir mal weiter. So, wie ich hier sehe, geht hier gerade gar nichts. Das ist ja mal super. Was haben wir denn hier für Kandidaten hier? Ja, das sieht ja super nice aus. Sieht ja gut aus. Ja, dann pflücken wir mal die Kiste eben mal auf, gucken, was da so alles drin ist. Sehe ich noch vom Elite! Ja, wunderbar. Ja, Raketenwerfer braucht der Mensch nicht. Aber Doppel-EP. Das ist immer gut. Das kann man immer gut gebrauchen. Und weil das hier irgendwie nicht funktioniert, suchen wir nochmal. Und bin drin. So. Jetzt habe ich natürlich bestimmt Pech und komme bestimmt wieder erst mitten im Spiel rein. Mal schauen. Immer das Beste daraus machen. Ich hoffe, das Video wird natürlich besser als das erste Video, was ich jetzt mit Sprachton aufgezeichnet habe und dann. Weil das war natürlich nicht so der Oberbringer. Muss man mal ehrlich sagen. Hätte ich vorher alles gewusst mit wie das Beispiel auf der PlayStation funktioniert. Zack, guck mal, da bist du tot. Mit dem Spiel ist einfach weg. Der Feind nimmt Bravo ein. Markiere Koordinaten für Vorräte. Wir verlieren B. Wo ich die fertige Runde gemacht habe, wusste ich mich leider noch nicht mit der PlayStation zum Aufnehmen. Verbündete Drohne über uns. Wir verlieren C. Wie das funktioniert. Der Feind nimmt B ein. Wir haben B verloren. Der Feind nimmt C ein. Feindliche Angriffsdrohne in der Luft. Oh. B gesichert. Dann schauen wir. Wir verlieren Bravo. Headshot, Junge. Ja, was war das? Wir verlieren B.
Der Feind nimmt Bravo ein. Feindliche Drohne online. Hey, der Witzer. A wird gesichert. Der will mich nicht nageln, der Witzer. Der Feind nimmt Charlie ein. Wir haben C verloren. Der Feind hat C. Dann nehmen wir doch A ein. Unsere Drohne ist online. Feindliche Vorräte kommen. Feindliche Drohne online. A gesichert. Geschützt bereit zum Einsatz. Wir ja, verlieren boah. Alpha. C oh, wird gesichert. Hat sich denn auch? Der will mich. Der Feind hat Charlie. Wieder mich. Niederlage, ne? Und wie gesagt, wir waren mitten im Spiel. Das nicht gefallen. Passiert nur mal. Aber mal gucken. Auf jeden Fall, für das, dass ich irgendwann so reingekommen bin, 8-3, ist das Spiel natürlich nicht mehr. Üt schon mal was. So.